So, Hallöchen. Heute haben wir Montag, den 16.09.2019. Ja, schon heute Morgen hatte ich so das Gefühl, dass heute ein neuer Film ansteht. Ich wusste zwar noch nicht wie oder was, kennt ihr ja, ne? Oder du kennst du das ja, so dieser innere Ruf, diesen inneren Ruf wahrnehmen. Naja, auf jeden Fall habe ich vorhin wieder meine Nachrichten nachgeschaut. Und mich schreiben ja immer wieder mal Menschen an, bitten mich um Hilfe, aufgrund auch meines letzten Videos mit den Vorhersagen und so. Und deswegen möchte ich heute von meiner Herzensenergie sprechen. Ich betone das extra, Herzensenergie. Und ja, schauen wir mal, was dabei rüberkommt. Und zwar bekomme ich immer wieder so die Intuition oder wenn Menschen sagen, was siehst du von mir oder was siehst du über mich? Ich gehe da ja immer nach meiner Intuition. Und ich konnte so erfahren jetzt in den letzten Tagen, dass ganz bewusst die meisten Menschen, die mich angeschrieben haben, haben gesagt, ja, du hast hundertprozentig recht, das sehe ich auch schon immer, ich bin mir aber dann so unsicher, ich weiß nicht, ob ich daran glauben soll oder nicht. Und ich möchte jetzt von mir sprechen. Wieder eine schöne Zahl. Was sehen wir da denn? Guck mal. 13:13 Uhr. Wie schön ist das denn? Das ist ja wohl cool. Ja, die 13 kann ich ja gleich mal vorlesen. Also die 13 ist es ja auch wieder eine tolle Botschaft. Siehst du, das passt ja wieder hervorragend. Aufgestiegene Meister bitten dich, deine positive Haltung zu bewahren und ihnen alle Ängste oder Zweifel zu geben, damit sie heilen und sich verwandeln können. Diese Zahl bezieht sich außerdem auf die heilige weibliche Energie, die Göttin, unsere intuitive Seite, da das Jahr 13 Mondzyklen hat. Ja, wie gesagt, immer wieder sind wir unsicher und ich werde das mal ein paar Beispielen von mir schildern. Also wenn es jetzt über private Situationen geht, die ja nicht so gerade positiv sind. Da wollen wir immer gleich, ah, das muss sich sofort lösen und manchmal braucht es halt seine Zeit und seinen Weg. Und wenn ich aber so Wünsche habe, so zum Beispiel materielle Dinge, kommen sie in dem Moment irgendwo an, wo ich überhaupt nicht damit rechne. Wie zum Beispiel vor längerer Zeit, so, ach, schick mir doch mal eine schöne neue Jeanshose, brauchte ich. Ja, meiner finanziellen Möglichkeiten im Moment angepasst. Und wups, bekam ich eine wunderbare, schöne Jeanshose, Markenjeanshose, passte 1A und war eben halt zu dem Preis runtergesetzt, wie es mir nicht wehtat. So, und dann, ja, diese Intuition, immer nicht dran glauben, das kenne ich auch zu Genüge, das kenne ich also sehr, sehr oft. Und ich habe jetzt also, ja, wann war das? Vor ein paar Tagen, also letzte Woche irgendwann, nee, letzte Woche Donnerstag, nee, die Woche davor, habe ich mir wieder neue Speicherkarten bestellt für meine alte Kamera. Ich habe so eine wunderschöne, gute alte Kamera, da passt dann aber nur 2 GB Speicherkarten rein und die habe ich mir dann im Internet bestellt, weil es die nirgendwo mehr zu kaufen gibt im Moment, weil ab 8 GB, glaube ich, aufwärts oder 4. So, und dann habe ich so gedacht, ach Mensch, ich hätte ja auch gerne mal eine schöne Spiegelreflex. Ich hätte sehr, sehr gerne eine schöne Spiegelreflexkamera, das wäre doch schön. Und ein bisschen klein, ein bisschen Geld habe ich angespart. Und ja, lange Rede oder kurze Rede, langer Sinn oder wie auch immer, habe ich diese Kamera bekommen mit unglaublich vielen Zubehörteilen, mit Tasche, mit schönem Objektiv, mit schöner Speicherkarte und für den Preis, wie ich mir das leisten kann. So, und solche Sachen, die gucke ich mir an und sage, okay, wenn die Zeit reif ist, dann bekomme ich sie schon irgendwie. So, und gestern war das sowas, da habe ich sie mir angeguckt. Man muss ja so ein bisschen noch in den Inhaltsverzeichnissen nachgucken. Und ich hatte sie auf dem Wohnzimmertisch liegen. Ich war zu Besuch bei meiner lieben Mama und dann hatte ich sie da liegen gehabt. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, diese Kamera da wegzunehmen. Gut, sie war schön noch eingewickelt in ihrer Tasche und Tüte und so. Und ich dachte, ach, nimm sie mal weg, leg sie mal auf den Nachbartisch. Und dann habe ich auch überhaupt nicht mehr nachgedacht. Ich habe so die Intuition gehabt, obwohl ich dachte, wieso, kann ja eigentlich nie angehen. Wasserglas kann ich umkippen, da passiert nichts. Und das kann auch nicht passieren, dass er was anderes umkippt, die liegt ja eigentlich gut. Nee, pack sie mal weg. Ich habe dann auf meine innere Eingebung gehört. Ja, und spät am Abend war das denn so,
Wir haben dann noch schön, ja, Spargel im Glas gegessen und dann ist das ja so ein schmales Glas und das war sich richtig lecker und mit einmal höre ich wusch, Flatsch. Ja, und da ist Mutis Glas umgefallen und die ganze Flüssigkeit auf dem ganzen Tisch. Hätte ich jetzt nicht auf diese innere Intuition und diese innere Warnung gehört, wäre sie wahrscheinlich über meine schöne neue Kamera geflossen. Aber ich habe da drauf gehört. So, und so sollten wir das handhaben mit unseren ganzen Intuitionen, also mit unseren auch privaten Geschichten, wenn Entscheidungen anstehen oder so, dann sollten wir auch nicht sagen, okay, ich möchte das jetzt aber und nervlich am Ende sein. Das ist man ja sehr oft, dass man dann ja denkt, ich pack das nicht und das muss ich doch jetzt irgendwie lösen und irgendwie muss das doch jetzt irgendwie mal vom Tisch. Aber auch das braucht seine Zeit. Genauso wie diese materiellen Wünsche, die sich plötzlich erfüllen oder ja, oder ich brauche meinetwegen ein neues Auto und plötzlich, wups, kriege ich ein schönes Auto, weil vielleicht ein Bekannter von mir sagt, du, möchtest du das Auto haben? Ich will nicht mehr viel dafür haben, ne? Und dann hast du dein Auto. Also so kann ich viele Geschichten erzählen, wie sich das in den letzten Jahren bei mir bewahrheitet hat. So, und nun aufgrund einer lieben Frau, die mich angeschrieben hat, ja, ich kriegte natürlich auch wieder so Aussage, Kirsten, du hast hundertprozentig wieder richtig vorhergesehen, du hast meine Situation genau erkannt, obwohl ich dir ja nichts gesagt habe und so. Ich habe da ja auch immer Intuition und das schrieb nicht nur diese Dame, sondern es schreiben ja viele. Viele Menschen haben Intuition und Gaben. Und ich sage es hier nochmal, wir haben diese Gaben schon mitbekommen, als wir auf diese Erde gekommen sind. Die ein fühlen das, die anderen sehen das in Bildern oder die anderen kriegen das gesagt, ins Ohr gesagt. Es gibt da viele Möglichkeiten, das Hören, Fühlen, Sehen, sage ich immer. Und die meisten, so ging es mir damals ja auch, deswegen habe ich ja nach meinem Unfall habe ich mich ja in allen möglichen Buchläden rumgetrieben, das war schon mein zweites Zuhause, um irgendwelche Bücher zu finden, die das, was ich gesehen habe oder erlebt habe, bestätigen. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ja noch kein YouTube, Facebook, Internet war damals auch noch nicht möglich und ich hatte auch keine Möglichkeiten, mich auszutauschen. Und das ist ja jetzt eine wunderbare Zeit, das können wir ja. So, und wenn das denn mal anfängt und wenn ich das jetzt auch wieder höre, ja, du hast recht, ich fühle das auch und spüre das. Aber dann frage ich mich, stimmt das? Ist das wahr? Kann das angehen? Ich kann hier einen Tipp geben, schreib doch mal Tagebuch, schreib doch mal Visionstagebücher, wenn ihr Vorhersagen habt oder wie ich das damals hatte mit meinem Nahtoderlebnis. Das war für mich natürlich phänomenal, was ich da alles vorher gesehen habe. Ich habe nun die Bestätigung von den Freunden ja bekommen, weil ich das ja vorher alles erzählt hatte. Unter anderem, wie meine Vespa im Straßengraben lag oder so. Aber schreib das doch mal für dich auf. Wenn du dieses Gefühl plötzlich hast, dieses Gefühl, so diese Vision, so und so läuft vor dir ab und dann tust du das ab. Ach nee, das kann ja nicht angehen, das kann ja nicht stimmen. Muss ja nun nicht immer das sein, wie jetzt hier mit meinem, ja, wo die Flüssigkeit umgefallen ist und ich die Kamera vorher weggenommen habe. Es kann ja alles Mögliche sein, ne, dass ich plötzlich das Gefühl habe, ich fahre raus. Und ja, vielleicht treffe ich da irgendwie einen Freund von mir, den ich lange nicht mehr gesehen habe oder so. Naja, wie gesagt, und ja, ich möchte jetzt hier auch nicht so groß ausschweifen. Ich möchte eigentlich nur dieses Video zum Anlass nehmen, diesen Film zum Anlass nehmen. Glaube daran, was du siehst, spürst und hörst. Gut, es ist zwar ungewöhnlich, wenn du jetzt irgendwie gesagt, Chris, mach das und das oder du hast die und die Vision und plötzlich passiert sie direkt so, wie du das geträumt gesehen hast oder vor deinem geistigen Auge gesehen hast, wie auch immer ich mich da ausdrücke. Ich möchte wirklich jetzt wirklich den Rat geben, schreib das doch mal auf, wenn du so Eingebung hast, so Gedankenblitze, sagte man ja früher, ich weiß nicht, was ist das, Donald und Mickey, da gab es doch Daniel Düsentrieb oder wie hieß er so, Gedanken, so ein Gedankenblitz. So fängt es ja an. Es ist ja nicht nur, wenn ich eine Idee habe, um irgendwie einen neuen Automotor zu erfinden oder irgendwie was anderes, diesen Geistesblitz. Es geht ja auch darum, diese Ideen, diese Gedanken zu haben für mein eigenes Leben. Das ist ja auch, wenn ich eine Frage stelle, wie geht's weiter oder wie geht dies weiter, dann bekomme ich sehr oft Antworten. Bloß
glaube ich das dann auch richtig, wie ich jetzt so gehört bekommen habe, rab, laber, rababa. Ja, kann ich das denn glauben? Ist das denn richtig, was ich höre? Du kannst es ja, wie gesagt, für deine eigene, ja, Recherche oder für deine eigene Bestätigung, schreib das doch einfach auf. Die Intuition, die du plötzlich hast, die Geistesblitze, die du plötzlich hast, wenn du jetzt plötzlich sagst, sag mir, wie soll ich in diesem Moment weitergehen oder wie soll ich in diesem Moment weitergehen? Und ich kann von mir aus sagen, ich mache auch heute noch den Fehler, wenn ich eine schwierige Situation geregelt haben möchte, denn man sollte ja Schritt für Schritt gehen. Ich gehe Schritt für Schritt, aber ich möchte dann schon wieder 10, 20 Schritte übergehen. Sehr oft muss noch die und die Situation eintreffen, bevor sich das geregelt hat oder so. Das ist halt so bei vielen Sachen. Vieles löst sich nicht sofort, vieles braucht ein bisschen länger. Und wie ich ja jetzt auch gesehen habe durch die Vorhersage für Sandra und Marcel, was ich ja auch beschrieben habe in meinem Film Eine Vorhersage-Prophezeiung, die Vorhersage ist vor 3 Jahren gewesen. Die ist jetzt erst eingetroffen und ich bekam jetzt erst eine Bestätigung für dieses Foto mit dieser Leuchtkraft. Und wenn du magst und du kennst das Video noch nicht, dann hör doch mal rein. Also es ist wirklich so, ich möchte dir jetzt wirklich für diese Woche oder für die nächste Zeit mal die Aufgabe geben. Hör doch mal ganz vermehrt drauf, was du hörst, was du spürst, was du plötzlich im Herzen spürst, deine Intuition. Schreib das doch mal auf. Schreib doch mal Visionstagebuch, nenne ich das mal so. Schreib mal auf, was du vielleicht morgens, der erste Gedanke, wenn du aufgewacht bist, was da hochkommt. Sehr oft kommt da ja auch die Angst hoch, das Ego hoch. Nee, das schaffe ich sowieso nicht, das kann ich sowieso nicht oder so. Das passiert mir auch noch öfters, ne, dass da so eine negative Kraft kommt. Aber wie ich jetzt heute Morgen jetzt auch dachte, Mensch, ich habe das Gefühl, eigentlich wollte ich meine Mutti abholen, mit ihr einkaufen gehen, aber dann habe ich abgesagt, habe gesagt, nein, ich bleibe hier, weil ich das Gefühl hatte, heute passiert noch irgendwas, weil ich das Gefühl hatte, heute mache ich einen neuen Film. Und dann las ich die Nachricht oder mir gesagt, ich hörte die Sprachnachrichten ab, die ich bekommen hatte. Und aufgrund dessen mache ich diesen Film. Und ich möchte somit allen, die mich jetzt in den letzten Tagen ja gefragt haben, ja Mensch, oder sehr oft ja auch gesagt haben, du hast recht, du hast wirklich vollkommen recht mit meiner Situation und ach, ich spüre das ja schon selber, sei mutig, denn wir kommen alle mit dieser Gabe zur Welt. Wir kommen alle mit dieser Gabe zur Welt. Bloß, es kommt darauf an, in welchem Umfeld wir groß werden. Kommen wir in einem Umfeld groß, wo das Verständnis sehr groß da ist? Sehr oft sind Menschen wie ich oder ich nenne sie hier mal die liebe Ingrid oder ja, Marcel, Sandra auch bestes Beispiel. Wir haben ja so viel erlebt, sind ja wirklich für die anderen, die würden sagen, Mensch, du bist durch die Hölle gegangen. Weswegen sitzt du denn jetzt noch hier? Die Situation ist ja wirklich schwierig. Wir kriegen dann aber immer wieder so Mutmacher, so Anker, die uns zugeworfen werden, wo wir Kraft kriegen. Und wir sind ja genau zu diesem Zeitpunkt auf diese Erde gekommen, um, wie Sandra so schön gesagt hat, wir sind die Lichtkrieger. Wir sollen Licht in die Dunkelheit bringen. Ne? Und ich möchte dieses, ja, jetzt durch dieses, meine Aussagen oder mein Kurzvideo jetzt hier, wirklich Mut machen, glaub an das, was du siehst und hörst und fühlst. Es ist am Anfang wirklich immer so, dass man denkt, nee, das kann nicht angehen, das gibt's nicht. Aber das kommt nur daher, wie zum Beispiel meine Generation ist ja auch in einer Zeit groß geworden, wo es noch ein absolutes Tabuthema war. Darüber sprach man nicht. Ganz früher gab es die Hexenverbrennung und sowas, da durfte ja auch nicht darüber gesprochen werden. Aber ich spüre jetzt, die Zeit kommt jetzt immer mehr, dass wir immer mehr darüber sprechen und es wird ganz normal. Also für viele Familien ist es schon normal. Und wenn wir auf unsere Kinder hören, was die uns zu sagen haben und wie die schon groß werden, oder das habe ich auch vor ein paar Tagen gehabt, saß ich im Restaurant, kleines Kind krabbelte vor meinen Füßen rum, guckte mich mit großen Augen an, guckte über mich hinweg. Ja. Und ich denke mal, und war, hat so einen versonnenen Blick gehabt. Diese Kinder, die gucken einen ganz besonders an.
Und ich wusste und ich spürte das ja auch wieder, da ist wieder ein Engel hinter mir. Ne? Und ich spüre das ja immer. Dann kriege ich einen heißen Nacken, so als ob mich hier hinten jemand anfasst oder einen heißen Rücken. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, was du spürst, wenn du plötzlich so eine Vision hast oder so eine Vorahnung hast oder wenn du deine Oma um Hilfe bittest, dein Opa oder deine Mama oder wem auch immer, die schon vorausgegangen sind, was du dann spürst und wahrnimmst. Bei den einen fliegt das Bild um, bei dem anderen bleibt auch die Uhr stehen, wenn die kurz danach gegangen sind. Und wenn sie dann immer um dich rum sind, da gibt es bestimmte Merkmale, wie die sich sichtbar machen. Das Parfüm, was du riechst oder es sind andere Geistführer um dich rum. Fühl mal ganz, ganz bewusst jetzt die nächste Zeit hinein und versuch mal wirklich die Angst wegzulassen, das Ego wegzulassen. Also sprich, das gibt's ja sowieso nicht und ach, ich spinne und so. Fühl mal hinein und vor allen Dingen, wenn du Ideen hast und hier so, ich habe da so einen Geistesblitz, dann schreib es mal auf. Das habe ich auch eine ganze, ganze Zeit lang gemacht und im Moment ist es wirklich so, ich denke was, pup, in der nächsten Minute ist es passiert. Genau wie der Foto, aber pup, ein paar Tage später suche ich zufällig eine Freundin, die eine tolle kleine Boutique hat, die erzählt mir von diesem Angebot und ja, sie ruft da an, nein, es ist schon weg. Und dann haben die aber gesagt, wir können das aber noch besorgen, mit den Konditionen, mit dem ganzen Zugehör. Und so hat sich mein Wunsch erfüllt. Ne? Und so erfüllt sich alles, auch das Private. Also, glaube an dich, sei mutig, höre auf dein Herz, deine Intuition und höre, vielleicht siehst du auch was, schreib es auf und ich sag nur, Herzensenergie. Herzensenergie, das spürst du. Wenn du auf dem Herzensweg ist, deine Energie hier, deine Herzensenergie, die sagt die Wahrheit, die belügt dich nie. Und somit wünsche ich dir alles, alles Liebe. Und ja, mein Gefühl war wieder richtig. Und ich denke, ich kann dir mit diesem Film weiterhelfen. Und auf diesem Wege sage ich erstmal,